Hallo, heute ist Mittwoch, der 19. Oktober, das heißt der erste Tag der Frankfurter Buchmesse. Während der letzten Messen wurde ich immer wieder mal gefragt, ob es ein Video dazu geben wird, deswegen habe ich mir diesmal vorgenommen, eins zu machen. Ihr werdet bei diesem Follow Me Around sehen, wie meine Messetage so ablaufen, was ich da so mache. Natürlich suche ich immer Bücher, die interessant sind. Und was ich schon seit vielen Jahren mache, ist, ich frage verschiedene Verlagsmitarbeiter nach ihren Empfehlungen, wodurch ich auch schon ein paar Schätze für mich entdecken konnte. Auch das werdet ihr also sehen und ich hoffe natürlich auch, dass ich ein paar YouTuber und Blogger wiedersehen werde und alles andere wird sich dann zeigen. Ich bin jetzt also auf der Messe angekommen. Es ist noch relativ ruhig. Ich stehe jetzt vor Halle 3.1 und wir können reingehen. Ich bin jetzt hier am Stand von Kiwi und habe Philipp gefunden, einen Verlagsmitarbeiter von Kiwi. Möchtest du uns gerne eine Buchempfehlung aussprechen? Aber ja, sehr gerne. Sehr schön. Hallo, ich stelle ein Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre vor. Es heißt Nüchtern am Weltnichtrauchertag und es enthält zwei Texte. Und der erste Text, über den werde ich jetzt kurz sprechen, der heißt Nüchtern. Da beschreibt Benjamin von Stuttgart-Barre sehr, sehr schön, wie es ist, als Nichttrinker, als einer, der das Trinken aufgegeben hat, sich unter Trinkern aufzuhalten. Der macht es zunächst sehr lustig, nimmt uns mit auf diese Feier, erzählt von dem Generv und von dem Gelaber der Leute, die ihm das nicht glauben wollen und sagen so, ach, du bist jetzt am Detoxen und so. Und am Ende bekommt das Ganze auch etwas Tragisches, weil da ziehen die Leute weiter in das Abenteuer Nacht, das er auch so gut kannte, bevor er den Weg des Abstinenten gegangen ist. Und da gibt es dann nur eine Möglichkeit, dort irgendwie rauszukommen aus dieser Misere. Und Nüchtern gefiel mir sehr gut, weil ich mich auch etwas ertappt fühlte, denn auch ich zählte bestimmt schon mal in meiner Vergangenheit zu jenen, die Nichttrinker genervt haben und gesagt haben, was ist los mit deinem Glas, da ist irgendwie Wasser drin. Jetzt hat mir Benjamin von Stuttgart-Barre so sehr deutlich gezeigt, was für ein unangenehmes Verhalten ich an den Tag gelegt habe. Und aus diesem Grund empfehle ich das Buch. Auch da lernt man was und es passt aufgrund seiner sehr kompakten Größe also sehr gut in die Innentasche, wo sonst der Flachmann sitzt. Und deswegen ist dieses Buch ein sehr guter Begleiter dieser Stuttgart-Barre. Vielen Dank, Philipp, für die Buchempfehlung. Ja, gerne. Hier ein bisschen Aussicht, das Lesezelt, Open Stage. Und der Messeturm. Ich bin jetzt am Stand von CH Beck und schaue mal, ob ich jemanden finde, der mir eine Empfehlung aussprechen möchte. Hallo, die Ilke kam gerade vorbei und hat mich gebeten, ob ich nicht eine Buchempfehlung hätte. Ich bin Verlagsvertreter und jeden Tag in Buchhandlungen unterwegs und empfehle viele Bücher. Und ich lese sie auch vorher, meist oder zumindest an. Ein Buch ist mir aufgefallen, weil es eigentlich ein Frauenbuch ist. Dennoch hat es mich gefesselt. Hier geht es um eine Mutter, die glaubt und fest davon überzeugt ist, eine super gute Mutter zu sein. Sie kümmert sich um alles. Bio wird aus dem eigenen Garten auf den Tisch gebracht. Und dann auf einmal kommt ein Schnitt und ein 14-jähriger Bengel sagt dann, er fühlte sich nie unbeobachtet. Sie sitzt wie eine Glucke auf dem Kiel. Und diese überraschende Wendung hat mich so fasziniert, dass ich es von vorne bis hinten durchgelesen habe. Weiter geht es dann mit ganz typischen Familienschicksalen, die von allen natürlich bewältigt werden müssen. Mehr verrate ich nicht. Viel Spaß. Vielen Dank. Ich schaue mir verschiedene Stände an. Ich sehe jetzt hier Rowold und da gehe ich jetzt mal hin. Was habe ich natürlich gleich entdeckt? Daniel Kehlmann. Ich bin jetzt am Stand von Klett Cotter und dieses Buch hat mich besonders angesprochen. Ein Niemand. Es ist kurz nach 3 und ich war fast den ganzen Tag in Halle 3.1. Deswegen gehe ich jetzt hier mal raus und schaue mir auch mal die anderen Hallen an. Und den Kaffee zwischendrin wäre auch mal ganz nett.
Das klingt nicht nur interessant, ich habe festgestellt, dass die Bücher hier sich auch wunderbar anfühlen. Tolle Haptik. Ich bin jetzt hier am Stand des Weitle Verlags und frage gleich mal Herrn Weitle nach seiner Buchempfehlung. Ja, ich bin gebeten worden, mein derzeitiges Lieblingsbuch vorzustellen. Und nachdem Sie mir keine Wahl gelassen haben, tue ich das natürlich auch gerne. Stefan Weitle heißt es vom Weitle Verlag. Mein Lieblingsbuch derzeit ist von Fiona Kidman, einer neuseeländischen Autorin. Und es heißt Jean Batten, Pilotin. Es ist ein biografischer Roman oder eine Romanbiografie, je nachdem wie man will, kommt das Gleiche raus, über eine sehr berühmte Fliegerin, die mal eine sehr berühmte Fliegerin war, ist 1982 gestorben, also 9 geboren. Und sie war der erste Mensch überhaupt, der von England nach Neuseeland geflogen ist. Diese Beschreibung dieses Fluges und dieser anderen Flüge, sie hat mehrere Kopfflüge gemacht, auch von Amerika nach Brasilien, von England nach Brasilien, besser gesagt. Und diese Einsamkeit, die sie verspürt hat in der Luft, dieses auch nicht wissen, ob man ankommt, dieses auch mit der Gefahr leben müssen, dass man im nächsten Moment abstürzt oder dass die Maschine ausfällt, was ja auch passiert ist. Sie ist mehrfach abgestürzt, sie hat mehrere Bruchlandungen hingelegt. Aber sie hat eben nicht unbedingt den Wunsch, berühmt zu werden. Und im Grunde war sie egal, womit sie berühmt wird. Ein Ehrgeiz, den sie von ihrer Mutter hatte. Die Mutter, man kann fast so weit gehen, dass man sagt, die Tochter musste die Wünsche der Mutter oder das Wunschleben der Mutter führen. Unsere Autorin hat sehr lange recherchiert über sie und ist selber flugbegeistert und hat dieses, finde ich, epochale Buch draus gemacht, worin man wirklich viel lernen kann, sowohl über die Fliegerei als auch über eine Frau, die sich allein durchkämpfen muss, als auch über Mütter und Töchter, als auch über die Welt. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe Hunger. Ich habe richtig Hunger. Fast 6 Uhr des ersten Messetages. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin mit Gerard von Sounds & Books verabredet. Den hole ich jetzt gleich von seinem letzten Termin ab. Und dann geht es weiter mit dem Abendprogramm. Hallo, heute ist der zweite Tag der Buchmesse. Ich habe es gestern Abend leider nicht mehr geschafft, noch irgendetwas zu vloggen. Wir waren noch auf der Robert-Party. Es war sehr, sehr schön. Und heute geht es direkt weiter. Mal gucken, was uns heute noch so alles erwartet. Ich bin jetzt hier mit Frau Bettina Deininger vom Auslandbank Verlag. Ich habe sie vorhin getroffen. Ich bin auf ihren Verlag aufmerksam geworden durch das Buch Zimmerfrei in Nagasaki, was mir sehr, sehr gut gefiel. Und ich habe sie natürlich gleich gefragt, ob sie auch eine Buchempfehlung für uns hat und ob sie sie mit uns teilen möchte. Sehr gerne. Ich möchte gerne unsere Neuheit Strand am Nordpol von Arnaud Dudek vorstellen. Das ist eine Geschichte von zwei Menschen, die sich bei ihrer ersten Begegnung am liebsten sofort wieder trennen würden, weil sie so unterschiedlich zu sein scheinen. Und doch etwas hält sie aneinander fest. Wer ist es? Das ist Françoise, eine ältere Dame, die ziemlich daran knabbert, dass ihr Mann einen recht unrühmlichen Abgang als Gentleman-Gangster hingelegt hat. Und ein junger Mann, Jean-Claude, dessen Leben etwas ins Schlingern geraten ist, weil er arbeitslos geworden ist und seine Frau ihn verlassen hat. Die Protagonisten haben einiges zu verarbeiten. Wie macht es der Autor, dass daraus eine witzige, heitere Geschichte wird? Und das hat mich so begeistert. Er lässt die Geschichte erzählen von Menschen um diese beiden herum. Von dem besten Freund, von der Ex-Frau, von der Nichte. Und die haben alle Vermutungen, was ist mit den beiden? Das ist für die Außenstehenden rätselhaft und so ist der Stil des Autors. Arnaud Dudek gibt Hinweise, legt Fährten aus. Also man hat als Leser selbst so etwas in der Hand, ob man es jetzt ins Positive wendet oder eher ins Negative. Und das macht für mich diesen Reiz aus. Man selber muss sehr genau das lesen, was Arnaud Dudek zwischen den Zeilen geschrieben hat. Strand am Nordpol, meine Empfehlung. Noch eine ganz kurze Frage. Kommen die zwei Hauptprotagonisten denn hier überhaupt selbst zu Wort auch? Die kommen sehr wohl zu Wort. Hallo Penguin Verlag.
Sonja Grau. Ja. Wir haben uns das letzte Mal auf der Leipziger Buchmesse gesehen. Ich freue mich, dich hier nochmal zu sehen. Ja, es ist auch schön, dass du da bist. Und ich wollte dich natürlich auch fragen, ob du ein paar Empfehlungen für uns hast. Sehr gerne. Sehr schön. Das erste Buch, das ich mitgebracht habe, Hanna Mutschild, Die Launenhaftigkeit der Liebe, ein Roman, der jetzt im Herbst bei uns erschienen ist. Es geht um Annie McDee. Annie McDee ist eine junge Köchin, die zieht nach London, nachdem sie sich von ihrem langjährigen Freund getrennt hat und möchte ein neues Leben beginnen und sich wieder neu orientieren. Eines Tages kommt sie in einen Trödelladen, in einen kleinen, und kauft ein kleines, angestaubtes, schmutziges Bild. Dieses Bild ist mehr wert, als Annie McDee sich in diesem Moment auch nur annähernderweise vorstellen kann. Und sie gerät in einen Strudel, der sie in die Londoner Kunstszene führt, der sich wirklich gewaschen hat. Hinter diesem Buch ist nämlich schon das altehrwürdige Aktionshaus Mona Corams & Sons hinterher. Und nicht nur, weil da sehr viel Geld in diesem Bild steckt, sondern weil da auch ein sehr dunkles Familiengeheimnis mit verbunden ist, was auch geheim bleiben soll, natürlich nach den Wünschen dieser Familie. Deswegen sind die hinter Annie her und kämpfen auch nicht unbedingt nur mit fairen Mitteln. Es wird am Ende auch richtig gefährlich für Annie, und da will ich jetzt aber gar nicht zu viel verraten. Annie geht natürlich selbst auch schon auf die Suche und versucht ein bisschen mehr über dieses Bild herauszufinden. Also, wir haben die Londoner Kunstszene, wir haben eine junge Köchin, wir haben eine kleine Liebesgeschichte natürlich mit dabei, wir haben skurrile Figuren, eine tolle Autorin, die selbst in der Londoner Kunstszene unterwegs ist und weiß, worum sie schreibt. Also eine absolute Leseempfehlung von mir. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, ist ein Sachbuch. Ich mache in erster Linie Pressearbeit für Sachbücher, deswegen muss das jetzt hier sein. Aber keine Schulden vor Sachbücher, das ist wirklich auch was für Leute, die zum ersten Mal eines in die Hand nehmen. Martin Jodovnik ist Materialwissenschaftler und erklärt in diesem Buch 10 Materialien, mit denen wir wirklich unser komplettes Leben verbringen. Also Glas, Beton, Stahl, Graphit, Schokolade, also Materialien, die jedem von uns begegnen, und er macht das auf ganz wunderbar unterhaltsame Weise, erklärt er allen diese Materialien, wie ist ihre Struktur, wie ist die chemische Zusammensetzung, welche Eigenschaften hat sie, warum ist Glas durchsichtig, warum zerbricht Porzellan so leicht, warum kann sich Beton tatsächlich selbst heilen, also lauter spannende Fragen, mit denen man sich so in seinem Alltag überhaupt nicht beschäftigt, obwohl sie einen tagtäglich eigentlich begegnen. Das Schöne dann ist, Martin Jodovnik schreibt jedes Kapitel ein bisschen anders. Mal ist es eine Geschichte aus seinem Alltag, oder mein Lieblingskapitel, das Plastikkapitel. Das ist als Drehbuch geschrieben und beginnt mit einer Szene in einem Saloon im Wilden Westen und endet mit einem Mordversuch in New York. Also, es ist ein absolut tolles, unterhaltendes Sachbuch. Man lernt unglaublich viel dabei. Martin Jodovnik ist ein sehr sympathischer Autor. Vielen Dank für die Empfehlung. Gerne. Merke ich mir auch. Ich habe gerade Uwe von... Er ist weg. Er ist da. Von Kaffeehaus Sitzer getroffen. Freue mich riesig. Wir tauschen uns noch ein bisschen auf. Kurz vor 5 am zweiten Messetag. Jetzt geht's auch zum Hansa-Blogger-Treff. Mal gucken. Ich weiß schon, dass ich ein paar Blogger dort wiedersehen werde. Und mal gucken, wer noch so alles da ist. Hallo? Auch Prost? Ach so. Ja, Prost. Aber mir ist gerade nicht Prost, ich habe ja nichts mehr. Oh. Auf dem Weg zum Diogenes Verlag, mal schauen, was es da für Schätze zu entdecken gibt. Willkommen am Diogenes Stand. Ich habe 2 Buchtipps. Benedikt Welz von Ende der Einsamkeit. Ein junger Münchner Autor, Benedikt Welz, ist sein 4. Roman, sehr erfolgreich in der Bestsellerliste, zum Glück. Wir mussten lange warten auf diesen 4. Roman. Es geht um 3 ungleiche Geschwister, die früh ihre Eltern verlieren, ins Internat kommen. Benedikt Welz kennt Internate aus seiner eigenen Biografie. Und die 3 entwickeln sich aber sehr auseinander. Später eint sie das Schicksal, es kommt eine Liebesgeschichte hinzu, aber es geht um die Kernthese, was ist unveränderlich im Leben, an was kann man nicht rütteln, was ist die eigene Persönlichkeit. Es bewegt, ich musste weinen am Schluss. Ich hoffe, die Lektüre macht trotzdem Spaß und es ist wirklich ein tief bewegender Roman von Benedikt Welz. Das zweite Buch ist von Martin Suter, Cheers. Was zum Schmunzeln, wir gehen ja schon langsam Richtung Weihnachten, Silvesterpartys. Und die Business Class Kolumnen von Martin Suter spielen auf dem Parkett der Managementwelt. Und
klar, da verliebt man sich natürlich mal in eine Sekretärin oder man löst seine Zunge unfreiwillig beim Cocktail mit dem Chef. Und all das bringt wirklich sehr viele lustige Momente und man kann sie sich selber gerne vorlesen unter dem Weihnachtsbaum. Und vielleicht erkennt man sich in der einen oder anderen Situation wieder, wo man sich auch peinlich daneben genommen hat. Viel Spaß! Vielen Dank! Heute ist der Freitag, der dritte Tag der Messe. Ich gehe jetzt mal in Halle 4.1 und mal schauen, was ich da alles finde. Ich bin jetzt hier beim Mayrisch Verlag am Stand und ich habe gesehen Tillmann und Daniel vom Mayrisch Verlag. Hallo. Hallo. Hi. Wie läuft die Messe bisher? Gut. Gut. Sehr anstrengend. Anstrengend. Ja, lustig. Und am ersten Tag dachte man, man ist schon eine Woche hier. Das aber stimmt macht Spaß. Wohl. Ja. Sehr schön. Das wäre nett. So kommen wir nämlich beide ins Bild. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Surkamp und schauen mal, ob wir ein bekanntes Gesicht sehen. Ich habe ein bekanntes Gesicht bei Surkamp gesehen, Demian. Habe auch meinen Kaffee bekommen, was mir sehr gut tut gerade. Möchtest du uns gerne ein, zwei Bücher vorstellen? Na klar. Als erstes möchte ich dir Nina Weyer vorstellen. Das ist passend zum Buchmesse-Schwerpunkt Flandern und die Niederlande. Haben wir eine niederländische Autorin verlegt. Das ist ihr Debüt. Zeigt das mal hier so. Nina Weyer, die Konsequenzen. Wunderschönes Cover auch. Handelt von einer Künstlerin in Amsterdam, die aber nicht Kunst macht im Sinne von Malen oder Skulpturen oder irgendwas, sondern sie macht Kunst aus ihrem eigenen Leben. Das heißt, sie geht ihren eigenen Gewohnheiten auf die Spur und sie macht aber auch Objekte ihres alltäglichen Lebens zu Kunst. Und irgendwann kommt sie auf die Idee, sich beschatten zu lassen. Sie hat eine Affäre mit einem Fotografen und sie beauftragt ihn, ihr irgendwann, ohne dass sie es merkt, zu folgen. Okay. Um quasi ein bisschen ihr Leben zur Kunst werden zu lassen, aber ohne dass sie es in dem Moment genau weiß. Also sie legen einen Zeitraum fest und sie legen Regeln fest, aber sie weiß nie, wann er da ist. Und das Ganze wird verwoben mit ihrer Vergangenheit. Das ist eine sehr eigensinnige und sehr eigenwillige Figur. Es bleiben auch so einige Leerstellen und im Verlauf des Buches klärt sich durch diverse Rückblenden immer wieder auf, was es eigentlich mit dieser Person auf sich hat, ohne dass am Ende alles völlig klar wäre. Also es ist schon eine rätselhafte Person irgendwie, aber ich habe sie sehr lieb gewonnen und finde sie super gut. Ich glaube, es ist vor allem der Wunsch, sich selber in Momenten beobachten zu können, in denen man sich selbst gerade nicht beobachtet. Ja. Ja, ein sehr interessanter Gedanke. Darf ich mal schauen? Ja. Sehr guter Tipp, es geht weiter mit dem zweiten. Das zweite Buch ist eine Anthologie, wie wir leben wollen, ist schon ein ganz bisschen älter, aber man muss ja nicht immer nur die allerneuesten Bücher empfehlen. Wie wir leben wollen, Texte für Solidarität und Freiheit, herausgegeben von Matthias Jügler, ist vor etwas weniger als einem halben Jahr erschienen und versammelt verschiedene Positionen von jungen deutschen Gegenwartsautorinnen und Autoren zur aktuellen gesellschaftlichen Situation in Deutschland. Da sind, wenn ich mal ins Inhaltsverzeichnis schaue, sind Leute dabei, also von Ulrike Dresner über Bob Jerg, Stefan Thome, Heinz Helle, Nora Bosson, also das sind große Stimmen und die haben alle etwas geschrieben dazu, wie sie leben wollen, wo sie Kritikpunkte finden, wenn sie unsere Gesellschaft betrachten. Und wir haben das teilweise in Kurzgeschichten gemacht, wir haben das teilweise in Essays gemacht, es gibt ein Manifest darin. Und die sind sehr vielseitig und sehr verschieden, die sind aber vor allem alle sehr persönlich. Und das ist was mir sehr gut gefällt an diesem Band. Das ist sowohl thematisch als auch formal. Das ist also eine ganze Bandbreite an Texten verhandelt. Sehr vielseitig. Sehr vielseitig, ja. Schön. Vielen Dank für die Empfehlung. Gerne. Wie läuft die Messe bisher? Gut, gut. Ich bin hier zu groß. Ja, ich bin zu klein. Ich bin immer zu klein. Ich bin jetzt hier mit Jochen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und jetzt gehen wir Richtung Diogenes Blogger-Treff.
Ja, so einer der berühmten Stuhlkreise, wie manche sagen, aber die sind trotzdem immer sehr schön, weil man viele Leute trifft. Interessante Autoren sind manchmal dabei. Und dann schauen wir mal weiter. Schauen wir weiter. Super hier. Los geht's. Das Diogenes Blogger-Treffen ist jetzt fertig. Ich bin hier mit Ilja und Cara. Und Gerard ist auch dahin. Hübsches T-Shirt, Gerard. Ja, total. Ich weiß. Ja, es ist weltberühmt, dieses T-Shirt. Ich bin jetzt hier wieder mit Cara von The Lines Between. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, wir haben uns kennengelernt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und wir gehen jetzt nochmal in Halle 4 ein, oder? Ja, nach oben. Ja. Surkamp und Co. Surkamp und Co. Und wie gefällt dir die Messe bisher? Sehr gut. Es ist schon jetzt am Freitag sehr voll. Ja. Sehr voll und sehr laut. Und schon einige interessante Bücher entdeckt. Ja, ne? Meine Liste wächst auch immer weiter. Nicht gut für den Sumpf. Nein. Ich bin jetzt hier am Stand vom DTV Verlag. Ich habe gerade Christiane kennengelernt. Und sie hat sich bereit erklärt, uns ein, zwei Empfehlungen auszusprechen. Ich habe zwei Empfehlungen aus dem Literaturprogramm mitgebracht von zwei amerikanischen Autoren. Das sind zwei Debütromane, die in den letzten Monaten erschienen sind, die ich ganz begeistert gelesen habe. Das eine ist von Chilis Ing, was ich euch nicht erzählte. Es ist ein literarisches Thriller. Er beginnt mit dem Satz, Lydia ist tot. Und es geht um eine Spurensuche in der Familie von Lydia. Was ist genau passiert? War es Mord oder Selbstmord? Wer hat Lydia umgebracht? Und es geht tatsächlich um all das Ungesagte, was zwischen dieser Familie steht. Um Hoffnung, Wünsche, Verletzungen und Enttäuschungen. Und es ist, was mich einfach sehr berührt hat beim Lesen. Es ist sehr schmerzlich, aber auch es ist ein Buch, was man unbedingt zu Ende lesen muss. Es ist ein richtiger Erzählbuch entfaltet. Das zweite Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist von Bobby Ostlund. Das Leben ist ein merkwürdiger Ort. Darin geht es um Aaron Englund. Er wagt einen Neuanfang, zieht nach San Francisco, trennt sich von seinem langjährigen Partner Walter. Und dann, genau nach diesem Neuanfang, gehen ihn Erinnerungen an seine Kindheit ein. Und er beginnt damit, sich auseinanderzusetzen und begibt sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Mutter. Und was mir in diesem Buch so sehr gefallen hat, ist, dass es ein unglaublich herzerwärmendes Buch ist mit ganz tollen Figuren, die man einfach lieb gewinnen muss. Und es ist sehr berührend und warmherzig vom Leben erzählt, vom Alleinsein, vom Neuanfang, von Zeiten des Aufbruchs, von Freundschaft und einfach mit großem Feingefühl die Menschen darin beschreibt. Vielen Dank! Ganz, ganz schöne Bücher wieder mal bei Jacobi und Stuart und hier Benjamin Lacombe und hier sein neues Alice im Wunderland. Diesen Schatz entdeckt Bartleby von Herman Melville, ein Klassiker, der illustriert wurde und das auch noch von Stefan Poulin. Ich gebe euch mal einen kurzen Einblick. Ich bin jetzt hier vierter Messetag, Samstag. Und zwar habe ich gefunden, kommen wir alle aufs Bild, wir schaffen's. Wie gefällt euch die Messe bisher? Voll. Voll und gut. Total. Sehr schön. Ja. Ich freue mich, dass ich jetzt eine Mitarbeiterin des Fischer Verlags an meiner Seite habe, denn ich habe ein paar Fragen zu den Büchern von Marilyn Robinson. Möchten Sie uns vielleicht kurz ein paar Sätze über die Bücher erzählen? Ja, gerne. Also Gilead ist der erste Band einer Trilogie, bestehend aus Gilead, Home und Lila. Lila gibt es schon bei uns als Taschenbuch im S. Fischer Verlag und jetzt Gilead als zweites Buch, das wir übersetzt haben. Es ist eine Trilogie, die über einen fiktiven Ort im mittleren Westen der USA spielt, in Amerika der 20er Jahre. Gilead ist sozusagen der erste Band, der die Geschichte eines Pastoren erzählt, der auf dem Sterbebett einen Brief an seinen 7-jährigen Sohn schreibt und ihm seine Lebensgeschichte erzählt, auch wie er die Mutter des Sohnes kennengelernt hat
und auch über seine Familiengeschichte und was für ihn bedeutet, in Gilad aufgewachsen zu sein und zu leben. Genau. Ja. Genau. Und Laila ist zwar der dritte Band der Trilogie, beleuchtet aber die Kennenlerngeschichte des Vaters John Amos und von Laila, das ist die Mutter des kleinen Sohnes. Und es geht, die Hauptfigur in dem Buch ist Laila, ein Waisenkind, das von einer Frau einfach mitgenommen wird und aufgezogen wird. Wie gesagt, es ist Amerika der 20er Jahre, es herrscht Dürre und Hunger und die schlagen sich durch, bis sie auf einmal in Gilad landen als Erwachsene schon. Und sie lernt dann John Amos, den Pastor, kennen und die nähern sich so langsam an. Das heißt, zeitlich gesehen spielt eigentlich Laila vor Gilad. Genau, ja. Ja. Das heißt, weil meine Frage wäre nämlich an Sie, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten Laila geschenkt bekommen, habe aber absichtlich dieses Buch nicht gelesen, weil ich irgendwann mal gehört hatte oder erfahren hatte, das ist der dritte Teil der Trilogie. Ja, genau. Ja. Und dachte, ich warte erstmal, bis Gilad erscheint. Ja, genau. Das heißt aber, wenn es zeitlich gesehen sogar vor Gilad spielt, oder wie verhält es sich? Wie ist das mit der Reihenfolge? Kann man die Bücher unabhängig voneinander lesen? Man kann die Bücher auf jeden Fall unabhängig voneinander lesen. Man kriegt eigentlich sozusagen die ganze Familiengeschichte in zwei Bänden aus unterschiedlichen Perspektiven und das macht es einfach wunderbar, dass auch sozusagen die Blickwinkel der beiden Protagonisten dann zu sehen sind. Zu sehen, ja, genau. Das zu unterschiedlichen Zeiten. Genau. Baut und also deshalb, genau, und man kann auf jeden Fall beide Bücher unabhängig voneinander lesen. Wann erscheint denn? Also der zweite schon? Band, der wird wahrscheinlich bei uns in Übersetzung im Frühjahr 18 erscheinen, aber das ist erstmal nur geplant. Jetzt weiß ich Bescheid, das heißt, ich kann leider schon mal was zu Hause bei mir liegt, genau, schon mal lesen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Dankeschön. Samstagabend, die Messe ist für mich nun vorbei. Ich fahre gleich heimwärts. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Überblick bekommen, was ich auf Messen normalerweise so mache. Nebenständen angucken und Bücher angucken. Ich freue mich vor allem auch, dass sich einige Verlagsmitarbeiter gefunden haben, die sich, obwohl es manche etwas Überwindung gekostet hat, bereit erklärt haben, auch ihre Empfehlungen über die Kamera auch mit euch zu teilen. Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere auch einen Tipp für sich mitnehmen konnte, eine Buchempfehlung. Und ich freue mich natürlich auch jedes Mal, dass ich Blogger und andere YouTuber wiedersehe bzw. kennenlerne. Das war auch sehr, sehr schön. Und ja, so sehen meine Messetage aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage bis bald. Tschüss!